Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel No More Heroes 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zurück. Ja, wir sind wieder auf dem Scheißhaus. Ich darf wieder vielleicht schneiden. Nein, ich krieg das Scheißhaus. Wenn ihr meine Scheiße ertragt, dann müsst ihr auch Travis Scheiße ertragen. So. Wir wissen, was wir zu tun haben. Was? Bin ich jetzt im Fernsehen? Die ausschalten, vor allem ihn. Not bad at all. It was designed exactly according to your input. You could show a bit of appreciation, you know. Did I not just say not bad? I'll help with the next one too. Mr. Gold Joe has arrived. Ooh, let him in. All right. Gold Joe, ich bin gespannt, was du so kannst. Er hat vier Arme. Lord Fu! Gold Joe is back! That earthling called Travis. I'm leaving him to you. Oh, I'm honored. All the credit shall go to you, of course! What's that? What's this? It was dug out of a nebula behind the Milky Way. It's Galactica Rolling Thunder Rainbow! It's got a nice shine to it. I'll take good care of it. It'll give you great power. Now, I'll go destroy that Earthling myself! Okay. He's much weaker than you, but be careful. He's a wily bastard. Ja, ich brauche schon ein bisschen, um die zu zersäbeln. Wenn es übrigens jetzt jedes Mal einen normalen Kampf und einen Händchenkampf gibt, wird das geil. I'm going out. Where to? Ja. Das kennen wir schon. Das können wir euch überspringen. So, what do you think about Miike's latest production? Das ist mein alter Fernseher. Miike used it to help him get to the next stage. It's like a treasure chest of production. By preparing so many different stages to test out just how far Japanese CG technology can go. He's pouring his passion into the improvement of systematized techniques. Schön, dass wir in Podcast sind. Damn, Travis. You really hit the nail on the head. The incubator of the new idol chosen in the audition, that's just its transient form. And nobody notices that the true awesomeness of Miike is in the fact that he used this film shoot as a way to further his own technical staff. So basically, in the next Yakuza apocalypse-style full-on Miike film, these systematized techniques are really gonna come alive, das U, right? Das O zensiert. A hella greedy dude. That Takashi Miike, man. Ich finde dieses Bild von Travis unten rechts übrigens mega gut. I guess they're here. Looks like it's about time to get to work. Yeah, let's go. Bin ready. Ah, und jetzt habe ich meine Wohnung. Okay, ich habe ein neues T-Shirt. Vorne haben wir Jean, da kann ich raus. Erstmal die Garderobe checken. Was haben wir alles? Man kann ihn sehr gut anpassen, das weiß ich. Ich kann ihn zum Beispiel die Jacke ausziehen. Das war der Anfangsstil. Aber wenn, brauchen wir den richtigen Travis. Ich würde eigentlich die T-Shirts angucken. So, was kann ich mit der Katze machen? Jean? Spielen. Wenn sie mal Bock hätte. So, davon kann ich natürlich speichern. Muss ich jetzt gerade nicht.
Ich will noch mal in die Garderobe. Ich will die T-Shirts auch angucken. Wie wechsle ich zu den T-Shirts? So. So. Könntest du dich noch mal so umdrehen? Danke. Nice T-Shirts. Okay, hier haben wir ein Oldschool Palm Trees. Hast du ein richtig geiles Shirt irgendwo? Warte mal. Das gefällt mir. Das nehmen wir. Ich kann hier übrigens nicht sprinten, Leute. Ich habe jetzt schon meinen Fun. So, wer steht da jetzt? Sup, Assassin. You the one who killed my buddy? I saw you on TV, Prince. What a lame-ass little speech. That shit was just stupid. We had our own Miike night over here. Thanks to that, I came to the conclusion that Andromedia deserves to be re-evaluated. Keep talking all you want. You're already dead. Die beiden passen mir das, die passen echt zusammen. You've pissed me off. When the conversation stops, that's when you die. Oh, so you're challenging me, huh? You talk a pretty big game, Prince Dumbass. You, a human, ridicule me? That shall not stand. Ich darf ihn jetzt schon töten, oder wie? Ranking bullshit. All I gotta do is take Prince Dumbass's head off and it's over. Bring it on. I'll give you a little kiss. This is over. I'll show you how it ends. Der wird jetzt so an den Arsch treten. Glaub mir doch nicht den ganzen Spaß. Get away from him! War klar, dass es nicht so einfach wird. Das war so klar. Er hat gerade Shinobu die Arme ausgerissen. Back off, fucking punk. Hallo. Das ist der Vater von Batgirl. Stings. Who the hell are you? Kann man Shinobu noch retten? That's about enough from you. Now it's my turn. Where are you? Hey, assassin. This a friend of yours? Let him go. He's got nothing to do with this. You're here for me. Ein weiteres Mal willst du Freunde verlieren? My buddy, right? And so, well, this is how it's gotta be. Ja, die waren zusammen im dritten Teil. Now you're really fucked. Auch wenn das nur mal Just 3 ist, gab es noch einen Teil zwischen 2 und 3. Now we're even. Shinobu. Hey, assassin. Come see me, and I'll give you a little kiss. Son of a bitch! That's what I like to see! But don't forget, you're a scumbag too. You're not getting away! Henshin! What the hell? Henshin! Nope, wir nicht. Fuck! Wann wurde er so verletzt? Shinobu.
Das ging schnell. Batgirl hat hier. Lass dich übrigens nicht von ihren Aussehen täuschen. Die ist ein absoluter Psycho. Daddy. Ich mache mir gerade mehr Sorgen um Shinobu, weil ihm wissen wir schon, dass er tot ist. Shinobu wurden die Arme ausgerissen. Morning? Shit. Where is he? Old man. Shinobu. Wie gesagt, Shinobu macht mir gerade mehr Sorgen. Kapselspielzeugsammlung? Habe ich nichts. Okay, ich kann an der Stange hier auch noch tänzeln. Hui! Kann ich noch weiter runter? Gibt's unten noch was? Where's Shinobu? She is still unconscious, but her chances of recovery are improving. She is in stable condition now. She survived. Good. Was ist mit ihrem Arm? Shinobu, come on. Wake up! Damals war sie noch ein Schulmädchen, als sie sich getroffen haben. Daddy. Hey. Daddy. Charlotte. Daddy. 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 I'm sorry. Und ihn nicht beschützen. Weißt du, jeder, der sich mit ihm anfreundet, wird irgendwie auseinandergenommen. Travis, tust du den Leuten nur an? Von deinem besten Freund wurde dir im zweiten Teil der Kopf durchs Fenster geworfen. Im ersten Teil wurde von deiner Schwester deine ganze Familie umgebracht. Sylvia. That rage. Did something happen? They got Shinobu. Yes. She is a rambunctious one, too. She was drawn to the Garden of Slaughter as well. Enough talk. Now let me at those sons of bitches. Yep, darauf freue ich mich. But Travis, first you have to clear a test battle. Otherwise, you cannot participate in the ranked battles. Then hurry the fuck up and make it happen. You are so serious. Was she so special to you? Spare me your bullshit. Okay then. Preparations for the test match are complete. Wo ist mein Wagen da? Perfect world, huh? So, jetzt will ich mal die Karte erkunden. Wir haben doch eine Karte. Ach du Scheiße, wir haben eine Riesenkarte. Und wir sind natürlich alle Toiletten markiert. Okay, da wohne ich. Gehen wir doch mal dahin. Toiletten muss ich mir nicht markieren. So. Ich darf fahren. Darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Falsche Taste. Nito brauchen wir nicht. Gene, get us there. On it. Keep going this way and punch it. Overtake the wind, Travis. Make the very wind itself your bitch. Hell yes! So, da will ich ja mal rein. Ist das der alte Kleidungsladen? Bist du eigentlich? Jo. Jo.
Ist Bishop nicht eigentlich schon längst tot? Okay, ich kann hier noch nichts kaufen. Warum ist das auf Spanisch oder welche Sprache das ist? Warte, ich will mir die Karte noch ein bisschen mehr angucken. Kreuzung. Verbotenes Gebiet. Sind halt hauptsächlich nur die Toiletten markiert. Was ist eigentlich mit diesem Zeug, was ich die ganze Zeit kriege? Kann ich mir damit Sachen herstellen oder wie? Steht rechts, wie viel ich davon habe? Oder... Nee, links steht, wie viel ich davon habe, glaube ich. Ja. Okay, und wie stelle ich mir was davon her, bitte? Also klar ist, ich will mich ja für Shinobu an denen rächen. Da habe ich eine Toilette, da habe ich eine Mission. Hier nicht auch eine Mission? Warte mal, brauche ich doch gar nicht aufstehen. Irgendwo hier ist eine Mission. Mission, wo bist du? Gleich oben? Kann ich überhaupt an die Leiter? Gehen wir doch mal dahin. Nein, ich kann nicht auf die Sachen klettern. Gut, dass das geklärt ist. Ach, falsche Taste. Schauwagen. Das war ich nicht. So, irgendwo hier. Laut Karte ist irgendwas. Da. Ach, so schalte ich mir die ganzen Sachen frei. Ich nehme das Angebot an. Ich habe Skorpionrahmen gefuttert. Richtig. Nicht wichtig. Das. Warte mal. Dot-Effekte. Nein. Ach, ich dachte, ich lese jetzt, was genau jeder Effekt machen kann. Was kann ich jetzt genau bei dir machen? Kann man irgendwie hier in den Optionen die Sprache einstellen, die die sprechen? Ich könnte das Blut einstellen. Ich habe mal die Helligkeit jetzt mal ein bisschen umgeändert. Ich gucke gerade sonst noch. Sound kann ich so lassen, wie er ist. Ja, komm. Wartet, ich mache die Helligkeit noch mal ein bisschen höher. So, passt doch. Also da Rahmen irgendwas. Schauwagen, ich muss hier lang. Hier ist eine richtige Mission. Können wir uns merken? Ich will hier halt jetzt mal erkunden. Ach so, da ist nur eine Person zum Reden. Ja, das Problem ist, die sprechen irgendwie alle eine andere Sprache. Die Mission fange ich jetzt nicht an, weil ich gerade schon sehe, wie weit die heutige Folge ist. Schisswagen. Oh, ich darf über Rampen springen.
Das mache ich gleich noch. Wir einmal über so eine Rampe fliegen. Hier habe ich mir eine Markierung gesetzt. Hier sollte irgendwo was sein. Genau genommen da vorne. Auch wieder nur jemand zum Reden. Ah, hier kann ich Rahmen kaufen. Maguros sind die Heil-Items. So. Da müsste ich noch was erkunden. Ist die Mission. Einmal hier drüber springen will ich auf jeden Fall. Dann nehme ich viel Anlauf und fliege da einmal mit Nitro drüber. Dann muss ich hier unten noch 5 Sachen angucken. Okay. Kann ich den Wagen auch irgendwie zu mir rufen? Nein. Heißt, wenn ich ihn versemmle, muss ich selber hinterher rennen. Ich fände es so geil, wenn ich GTA-Style einfach die Wagen klauen könnte. Ich versuche mal in die Gasse da reinzufahren. Kann ich nicht. Okay. Drüber. Komm. Yeah. Hui. Geilo. Allein dafür hat es sich gelohnt. Sag bloß, das sind alles Nudelrestaurants. Ja, hier kann ich auch wieder Nudeln kaufen. Warum gibt es so viele Nudelrestaurants in dem Spiel? Ja, die werden da nicht auf jeden Fall auf der Karte freigeschaltet. Das heißt, ich will die 4 Sachen hier auf jeden Fall noch angucken. Das können wir heute ruhig noch machen. Solange es keine Mission ist, mache ich es auch. So, hier ist noch was. Politesse, würde ich sagen. Die sprechen aus irgendeinem Grund Spanisch. Hilft mit, die Stadt sauber zu halten. Sammle alle leeren Dosen auf, bevor die Zeit abläuft. Machen wir beim nächsten Mal. So, da will ich einmal hin und dann noch die anderen beiden. Ich habe gehört, da gab es mal eine Nachbarschaft. Ich habe gehört, wir hatten mal Beine, die funktionierten. So, hier ist ein Alien? Fragezeichen. T-Shirt-Alien. Wie kann ich T-Shirts kaufen? Her damit. Kann ich noch mehr bei dir kaufen? In einer Verteidigungsmission muss ich Rang C erreichen. Dann kriege ich ein Otaku-Shirt. Okay. Dann gucken wir uns hier unten die 2 noch an. Ich gebe auch extra Vollgas. Ich will die Folgen ja nicht zu lang machen. Nitro! Ich habe ein Auto umgenietet dabei. Oh, ich muss um das Gebäude herum. Jetzt nicht Nitro, sonst fliege ich nur zu weit. So, das ist auch eine Mission. Können wir also erstmal in Ruhe lassen. Machen wir also erst nächstes Mal. Wir machen dann erst die Mission hier unten. Ich habe keinen Unfall gebaut, das habt ihr euch eingebildet. Einbildung ist auch eine Bildung, Leute. So, und du, bist du auch eine Mission? Ja, das sind alles Kampfmissionen. Okay. Dann gehe ich jetzt hier auf Toilette und speichere für heute erstmal. Wenn das einer laut hört, ne? Ich bin nicht alleine in der Wohnung.
Ich will da rein, hallo. Ich sag nicht, ich muss dafür bezahlen. Ich soll eine verstopfte... Aber immer noch, ich repariere immer die verstopften Toiletten. Benutze einen Pöppel, um die verstopften Toiletten zu reparieren. Bewege zuerst den linken. Du findest die Verstopfung, wenn der Radar seine Farbe ändert. Pass auf, dass du diese Position beibehältst. Als nächstes, ich habe keinen Joy-Con gerade. Behandelt, bewege den rechten hoch und runter. Der Trick dabei ist, es möglich ruhig anzugehen und langsam zu poppen. Oh. Ja. Ich hab mein Minispiel gefunden. Ja. Damit habe ich den Tag gerettet. Warte mal, wo ist mein Lachen da? Nein, das ist der Verstörte, traurig. Das ist der Lustige. Ich hab in einem Klo grad rumgefühlt. Und ich krieg dafür auch noch Geld. Mein Traum ist wahr geworden. Ist das ein Minispiel, was ich jetzt häufiger machen kann? Oder ist das jetzt, ich hab einfach nur ein Klo freigespielt? Ich hab ein Klo freigespielt. Ey, die Toiletten, die müsst ihr euch erst verdienen, Leute. Vorher dürft ihr nicht scheißen. Ich hab meinen Spaß, Leute, und ihr werdet ihn wahrscheinlich auch gerade gehabt haben. Ja, Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich krieg mich gerade nicht ein vor Lachen.